Da sind wir auch schon wieder bei Kingdom Come Deliverance und wir stehen mittlerweile wieder vor dem Stadttor von Ratai. Ich habe zwischenzeitlich ja unsere Reise mal ein bisschen verkürzt. Ich habe schon mal Sachen verkauft, habe wieder die Rüstung repariert. Also so das Übliche, was der Ritter von Welt alles machen muss, bevor er sich zur nächsten Aufgabe begibt. Und wir haben deswegen die Möglichkeit, ohne weitere Verzögerung der nächsten Aufgabe nachzugehen. Und die befindet sich hier in dieser kleinen Burg, die ja Herrn Ratzig zur Verfügung gestellt wurde. Und dort ist jetzt angeblich auch sein Baumeister, mit dem wir mal reden sollten. Unter anderem im Auftrag von Herrn Ratzig und unter anderem im Auftrag von unserem, ja, etwas garstigen bayerischen Ritter, der hoffentlich jetzt nicht allzu sauer ist und hoffentlich nicht, komplett verschwunden ist. Und ich glaube, unsere Kammer hier, die ist immer noch verschlossen. Ich weiß nicht, warum die verschlossen ist, aber sie ist verschlossen. Da kommen wir nicht mehr rein. Die wurde uns zugesprochen und jetzt dürfen wir nicht mehr rein. Das finde ich sehr nett. Schlossknacken sehr schwer, das möchte ich natürlich nicht. Können wir zumachen. Es zieht ja auch, ne? Es ist gar nicht mal so warm in so einer. Sie ist wahrscheinlich viel nicht. Glück und Gesundheit, Heinrich. Oh ja, vielen Dank auch. Oh, pass auf, wo du hingehst. Oh ja, das ist aber schnell umgeschlagen mit der Freundlichkeit. So, ich denke mal, wir sind im falschen Stockwerk. Ich kann nur vermuten, dass das wahrscheinlich ein Stockwerk höher ist. Hier ist ja nur. Nee, hier ist, glaube ich, nichts. Nee, eine Kiste zum Knacken. Aber das mache ich jetzt natürlich nicht. Also ich möchte hier nichts stehlen. Da steht ja schon der Wächter und guckt sich eifrig um und sie hat anscheinend gerade noch was zu trinken geholt. Ich muss hier mal vorbei. Einfach so? Dabei soll ein echter Knauser sein. Und was hat Betty dazu gesagt? Das frage ich mich auch. Wie du dir vorstellen kannst, war sie sehr erfreut. Vor allem, als ich ihr gesagt habe, dass Tonda ihr alles abkaufen will. Nein. Das ist doch toll. Ein paar Münzen extra schaden nie. Du rempelst mich an und sagst, hey, ich knall dir gleich eine. Also ich glaub's ja wohl. Pass auf. Zack. Was ist? So, hier ist, glaube ich, der Baumeister, oder? Bist du der Baumeister? Oh, guck mal, da sitzt ja auch was schon. Was ist mit dir, Heinrich? Oh, Tribunal oder was ist los? Naja, gucken wir mal. Gott sei mit dir, Junge. Das kann ich für dich tun. Tja. Meister Pfeiffer, Herr Ratzig schickt mich. Ach ja? Er muss dich sehr schätzen. Ich gebe stets mein Bestes. Das ist gut, denn die Minen sind verdammt wichtig. Silber ist unser wertvollstes Gut. Wie kann ich dir bei deinen düsteren Vorahnungen helfen? Herr Ratzig mag mich für übervorsichtig halten, aber hier wurde eine Menge Silber entdeckt und niemand bewacht die Skalitzer Minen. Eine Einladung für Diebe. Glaubst du wirklich, dass jemand das Silber aus den Skalitzer Minen stehlen würde? Wäre das nicht arg aufwendig? Doch. Deshalb will ich auch, dass du nicht nur den Stollen, sondern auch die Schmelze und die Wasseranlage im Hof prüfst. Sieh nach, in welchem Zustand sich alles befindet und ob irgendetwas verdächtig aussieht. Ich verstehe. Ich soll da zurück nach Skalitz, um da die Minen zu überprüfen. Wir waren ja bei der Schatzsuche einmal ganz kurz dort, ne? Aber das haben wir ja nicht genau untersucht. Meinst du den Hof bei der Skalitzer Mühle? Genau den. Ich weiß nicht, in welchem Zustand er jetzt ist. Immerhin befand sich dort das Holzkohle- und Silberlager. Silberlager? Bestimmt ist es leergeräumt. Vermutlich. Mich würde es ziemlich wundern, wenn es überhaupt noch steht. Von was für einer Wasseranlage sprichst du? Ein Stampfwerk und Wassertröge. Sie befinden sich in der Biegung des Baches unterhalb der Burg. Du kannst sie nicht übersehen. Überall sind große Tröge und Werkzeug. Und ich kann reden, ohne den Mund zu bewegen. Du erwähntest einen Stollen. Nur einen? Junge, das Bergwerk ist wie ein Labyrinth. Es würde eine Woche dauern, alles abzugehen. Ich rede von einem bestimmten Stollen am Fuße des Hügels, nahe einem Fischteich. Warum nur dieser eine? Weil ich glaube, dass dort ein Flöz ist. Alles weist darauf hin. Wenn jemand Silber stiehlt, dann mit Sicherheit von dort. Ist also mit Ärger zu rechnen? Nun, das wird sicher kein Spaziergang. Du könntest durchaus auf diese hungrige Hundebeute treffen, die Armee im Schlepptau hatte. Oder auf eine Räuberbande. Du und Herr Ratzig, ihr könnt euch auf mich verlassen. Hey. Heinrich, alles klar, ich mache mich ans Werk. Da rastet der Hans Kaper unter einem Hintergrund einfach mal aus. Hey, der Heinrich kommt vorbei. Oh Gott, Aufgabe. Ja, gut, da haben wir ja genug zu tun. Das heißt, wir müssen uns jetzt einfach mal auf den Weg nach Skalitz machen, ne? Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Kann das sein, dass du einfach nur hier rumsitzt, Herr Ratzig, und nichts tust und mir die ganze Arbeit überlässt? Gut, dass du hier bist, Heinrich. Was ist los, Herr? Onkel, Herr Hanusch hat nach mir geschickt. Zweifelsohne, um mich wieder einmal zu belehren. Er sagte, ich soll dich mitbringen. Oh Gott. Oh Gott. Was hat das denn mit mir zu tun?
Befehl. Grüß Seit der Jagd Heinrich. Hängst du schließlich mit drin. Nun gut, wir sollten aufbrechen, nicht wahr, Herr Hans? Je schneller wir es hinter uns bringen, desto besser. Schätze, ja. Ich habe dir ein paar meiner alten Kleider in eine Truhe gepackt. Du sollst vor Hanusch nicht schlecht dastehen. Aber wie ich sehe, war das gar nicht nötig. Du siehst gut aus. Danke, ich gab mir Mühe. Das sehe ich. Hol dir später aber trotzdem die Kleider ab. Sie sind etwas abgetragen, aber etwas Feineres bekommst du auf dem Lande nicht. Also ich wusste ja immer, dass der Hans, ich sag mal, ein bisschen mehr als Freundschaft für uns empfindet, aber so, ja, das ist ja doch jetzt sehr offen. Sieh an, mein Mündel und sein, wie nennen wir ihn, Aufpasser? Okay. Mein Herr? Ich hoffe, ich habe euch nicht bei etwas Wichtigem gestört. Keineswegs, Onkel, wir waren beim nur... Beim Saufen und Rumhuren zum Beispiel? Onkel, ich kann das... Oder ihr wart beschäftigt, habt Unruhe gestiftet und euch mitten in der Nacht mit meinen Untertanen geprügelt? Nein, so war es nicht. Heinrich und ich haben... Heinrich ist genauso ein Narr wie du. Nur ist er nicht mein Mündel, Gott sei Dank. Was zum Henker denkt ihr zwar euch eigentlich? Die Leute auf meinem Land arbeiten sich die Rücken krumm, um etwas Essen auf den Tisch zu bekommen und auf den euren, wenn ich euch erinnern darf. Und was sehen Sie, Hans, Ihren Herrn und Meister, der nicht mehr ist als ein Trunkenbold? Der Mann, den ihr verprügelt habt, war eine Wache, ein neuer Mann der Stadtwache. Er konnte sich heute früh wegen seiner Verletzung nicht zum Dienst melden. Der Vogt war hier und hat sich beschwert. Denkt ihr etwa, dass ich ihm auch nur irgendwas entgegnen konnte? Natürlich nicht. Das hätte mich beschämt. Und auch euch zwei. Also musste ich stillschweigend dasitzen und mir seine Klagen anhören. Vielleicht glaubst du, dass du mit allem durchkommst, weil du hier der Herr bist. Aber da liegst du falsch, du Holzkopf! Ein Herr bleibt nur der Herr, solange er die Loyalität seiner Untertanen genießt. Und ich muss dir sicher nicht sagen, dass die Leute hier nicht gerade den Tag herbeisehen, an dem du übernimmst! Das war dein letztes Abenteuer, Capon. Noch eine Eskapade und ich schicke dich zu deiner Mutter nach Polna. Soll sie dich doch in Weiberkleider stecken und an irgendeinen Ungarn verschachern? Onkel, dieser Arsch... Archibald wollte mich umbringen. Was sollte ich tun? Ach, übertreib nicht so. Und selbst wenn, bin ich wenig überrascht, nachdem du sein Mädchen belästigt hast. Aber ich habe nur... Gottgütiger, hör auf zu winseln, Junge! Es wird Zeit, dass du endlich Verantwortung übernimmst. Ich habe eine Aufgabe für dich, die dich von Dummheiten abhalten sollte. Herr Milota von Oleschna ist gekommen. Kennst du ihn? Ist das nicht Herrn Bernards Vetter? Ist er. Er kam auf der Suche nach Zuflucht mit seinem Gefolge zu uns. Er ist schwer verletzt. Was ist geschehen, mein Herr? Seine Burg Oleschna wurde von einem gewissen Wolflin von Kamberg überfallen. Milota verfolgte ihn bis kurz vor Neuhof und stellte ihn. Leider ging der Kampf nicht gut für Milota aus. Wolflin von Kamberg, den kenne ich doch. Er ist mit den Herren von Oleschna verwandt, ein Vetter von Bernhard und Milota. Ihre Familienangelegenheiten sind etwas wirr. Geht mich natürlich nichts an. Ich wünschte nur, sie hätten ihre Streitigkeiten woanders ausgetragen. Was sollen wir tun, Herr? Geh zu Bernhard in den Burghof. Er hat Berichte gehört, dass Wolflin einige Höfe um Neuhof geplündert hat und versammelt nun einige Männer. Das Ganze ist eine Familienangelegenheit und bestimmt brodelt es unter der Oberfläche. Am wichtigsten ist, dass ihr diesen Räuber aus dem Lehen vertreibt. Wenn möglich, ohne Blut vergießen. Ich will wegen dieser Sache keine Männer verlieren. Habt ihr verstanden? Ja, Herr. Jawohl, Onkel. An die Arbeit. Naja, da haben wir uns eine Standpauke abgeholt. Aber ganz ehrlich, ist auch ein bisschen ungerecht gegenüber dem Hans Capon. Ich meine, letztlich ist er immer noch ein junger Mann, ja. Und ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass...
Ja, was hat er denn für ein Leben? Er ist die ganze Zeit nur getrieben von, mach dies, du jenes, sei hier und stell dich so dar. Er kann ja nicht einfach mal ein bisschen Spaß haben. Und ganz ehrlich, jeder möchte mal ein bisschen Spaß haben. Das ist absolut unmöglich für ihn. Und ich glaube, die Forderungen, die an ihn gestellt werden, sind natürlich auch ein bisschen überzogen. Er soll halt jetzt der perfekte Herrscher werden, aber das ist ja auch wieder, ja, weiß ich nicht. Und ganz ehrlich, den dann so zusammenzufalten, da muss ich sagen, da hätte ich jetzt gerne schon mal das Wort erhoben und, Herrn Capon da vielleicht auch mal einen Schutz genommen. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Ich auch. Ist auch kein Wunder, dass er die ganze Zeit genervt ist und von allem einfach nur noch angepisst. Was hältst du von der Sache? In einem Punkt hat der alte Hanusch recht. Wir müssen aufhören, Rücken hinterher zu jagen und besser Banditen erledigen. Abwechslung ist gut. Bringt mir nichts, wenn ich tot bin, oder? Stimmt. Ich fürchtete schon, Herr Hanuschs Rüge hätte dich betrübt. Warum denn? Endlich habe ich die Chance, mich meinem Onkel gegenüber zu beweisen. Wir reiten hin, hacken die Bastarde in Stücke und feiern am Abend mit einem guten Becher Wein. Ja, ich weiß nicht. Herr Hanusch sagte, wir sollen sie, wenn möglich, ohne Blutvergießen aus dem Lehen vertreiben. Und wie sollen wir das bitte schön anstellen? Mit Diplomatie? Mit Verbrechern sollte man nicht verhandeln. Das schädigt nur Onkels Ruf. Jeder Halunke würde fortan denken, er kann ohne Folgen rauben. Genug geredet. Aufsitzen. Banditen sind doch leichtere Beute, oder? Ja, vielleicht. Sag mal. Wenn man sie Auge in Auge erwischt. Aber diese feigen Hunde verkriechen sich wie Tiere in den Wäldern. Bei Adeligen weiß man wenigstens, woran man ist. Die haben Regeln. Ihr habt euch sehr laut unterhalten, meine Freunde. Ja, natürlich versucht der Herr Capon sich jetzt zu beweisen, aber ich weiß Sei nicht. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Ach, der Muschitzer Pfarrer ist doch. Ich weiß nicht, ob das in den richtigen Bahnen verläuft. Ja, der will sich einfach, ja, mehr oder weniger, ja, die Hörner abstoßen und will beweisen, dass er eben auch was drauf hat, dass er eben auch in Anführungszeichen einer von den Guten ist, der auch was leisten kann, aber er bekommt ja nie wirklich eine Chance dazu, ne? Und auch das jetzt mit den Räubern hier, das ist ja, ja, da wird er jetzt wahrscheinlich übertreiben wollen und mehr als deutlich machen wollen, dass er der größte King von allen ist. Aber das werden wir ihm schon austreiben. Also wenn hier wirklich keiner ein Freund von Herrn Capon sein möchte, dann müssen wir jetzt eben sein Freund sein. So, wo ist denn eigentlich jetzt der, ich muss mal gerade nachgucken. Und zwar im Questlog, nicht hier. So, alles was glitzert, ja, gib Ulrichs Schriftstücke Meister Fate. Ah, okay, ich verstehe. Ansonsten Räuberbaron, du kannst nur drei nehmen. Ja, okay, die Seuche machen wir mal weg. Letzten Wille, plündernde Command machen wir auch mal weg. Räuberbaron, der Familienzwist. So, dann müsste der Herr so und so, Herr Bernhard, ja hier irgendwo sein und auf uns warten, nicht wahr? Da vorne steht er auch schon. Ich sehe. Herr Hanno schickt mich, Hauptmann. Herr Hans und ich, wir sollen mitkommen. Nun gut, sitz auf, Junge, dann reiten wir los. Aber klar. Immer gerne. Aber bevor wir das tun, ziehe ich natürlich meinen Helm an. Ich bin ja nicht, diesmal habe ich dran gedacht. Keiner kann mir sagen, hey, du hast deinen Helm wieder nicht angezogen, meine Güte. Wo ist mein Pferd? Da ist mein Pferd. Und ich habe natürlich das prächtigste Pferd von allen, neben dem von... Also was machst Herr du denn Hans, da? Wenn wir ankommen, halte dich bitte zurück. Zieh dir doch mal eine Rüstung an, Mensch. Vergiss es, Ferner. Ich bin hier nicht zum Vergnügen. Hanusch will, dass ich diese Sache kläre. Und das werde ich auch. Natürlich, Herr Hans. Ich meinte nur zu Ihrer eigenen Sicherheit. Ich weiß, was du meintest, Hauptmann. Vergiss es. Jawohl, mein Herr. Hör mal, Bernhard. Wegen dieses Räubers. Ich hörte Gerüchte. Dass er mit mir und mit Lothar von Oleschna verwandt ist? So in der Art, ja. Wir haben denselben Urgroßvater. Urban, Baron von Oleschna. Wolflin gehört einem entfernten Zweig meiner Familie an, der... Sagen wir so, sie machen unserem Namen keine Ehre. Ich hörte, Wolflin von Camberg wurde irgendwo in Schlesien gehängt, weil er den Bischof bestahl. Das hörte ich auch, aber... Nun, du weißt doch sicher, was man sich über die Cambergs erzählt, oder? Dass sie verflucht sind? Bernhard, glaubst du nicht, ich bin etwas zu alt für Märchen? Glaub, was du willst.
Aber ich weiß es von meinem Großvater. Und der kümmerte sich nicht um Märchen. Ich wollte dich nicht kränken, Hauptmann. Erzähl mir mehr. Wo kein Feuer, da kein Rauch. Und ich habe noch nie ein Familienmitglied über die Kamberg-Sippe reden hören. Nun gut. Zu Hause wurde immer nur flüsternd von unseren Kamberger Verwandten gesprochen. Als Wolflins Vater Wilhelm einmal zu Besuch kam, ich schäme mich fast. Erzähl ruhig weiter. Ich werde schweigen wie ein Grab. Die Diener hatten so viel Angst vor ihm, dass sie sich in der Scheune versteckten. Vater ließ sie auspeitschen, aber sie wollten trotzdem nicht in Wilhelms Nähe. Sie hatten Angst vor Flüchen. Ich verstehe sie. Wie kommt's? Onkel Wilhelms Gesicht war so entstellt, dass die Leute sich bekreuzigten, wenn sie ihn sahen. Ich hatte als Junge auch Angst vor ihm. Eine Kriegsverletzung? Nein, er wurde so geboren. Seine Mutter, Gräfin Barbora von Haugwitz, wollte Wilhelms Vater, meines Großvaters Bruder, nicht heiraten. Und sie wollte auch keine Kinder von ihm. Als sie doch schwanger wurde, ging sie zu einer Hexe, um das Kind wegmachen zu lassen. Aber sie bekam 5 Länge. Stell dir das vor, 5 Kinder in einer einzigen Nacht. Jesus Christus! Und das ist noch nicht alles. 4 überlebten die Nacht nicht, nur das 5. Und es war entstellt. Wilhelm. Man sagte, die Hexe habe sie betrogen und ihr statt das Kind wegzumachen, Teufelssaat eingepflanzt. Oh Gott, wie furchtbar! Wilhelm hatte sein Leben lang darunter zu leiden. Als seine eigene Frau im Kindbett lag, ließ er Tag und Nacht 7 Gebetsbrüder bei ihr knien. Aber die Gerüchte brodelten trotzdem. Als sein Sohn Wolflin geboren wurde, sah er normal aus. Aber er wuchs zu einem wilden Gesellen heran. Und das ist er anscheinend immer noch. Allerdings, vor einigen Jahren reiste Wolflin nach Polen und Wilhelm wurde immer schlimmer. Er verfluchte alles und jeden und begann die Dienerschaft mit Geschirr zu bewerfen. Als er dem Tode nahe war, ließ man einen Pfarrer kommen, um ihm die letzte Ölung zu gewähren, aber auch, weil man Angst hatte, der Teufel würde nun einen anderen befallen. Später tauchte Wolflin auf, obwohl man ihn lange für tot gehalten hatte. Manche behaupteten, er war auch tot, aber das würde eine Teufelsbrut wie ihn kaum aufhalten. Lieber Jesus. Oh, langsam! Wenn du es so erzählst, klingt es viel glaubwürdiger als die Geschichten Vitus meiner Arme. Vitus und Cyril. Ich hatte sie als Speer entsandt. Bloß mit einem solchen Monster. Dafür werden sie bezahlen. Das werden sie. Los, Männer, wir schlagen unser Lager auf. Hamlin, nimm 2 Männer und komm später hierher Gott zurück. Gott schütze dich, Heinrich. Ich überlasse Vitus und Cyril nicht den Rahmen. Ja, Hauptmann. Eieiei, was ist denn hier los? Ich komme ja gar nicht zum Erzählen. Hier ist ja... Es ist ja spannende Geschichten, die hier erzählt werden über die Familie von dem Herrn Bernhard da vorne. Also die weiter ausufernde Familie von ihm. Teufelskinder. Und ich muss sagen, mir gefällt das gerade sehr gut, hier mal mit so einem kleinen Trupp rumzureiten und wirklich mal... Das hätten sie vielleicht mal öfter machen sollen. Ich weiß nicht, ob das später noch kommt, aber das ist sehr angenehm, hier mal so das Gefühl zu haben, von so einem kleinen Soldateneingreiftrupp zu sein und da eben auch Teil davon zu sein und mit denen rumzureiten. Und das vielleicht auch mal einfach nur als einfacher Waffenknecht. Hätte ich mir tatsächlich früher schon mal gewünscht, dass man so ein bisschen mehr das Gefühl bekommt, dass man eigentlich ja auch wirklich, ja gut, wir sind ja, also von dem, was wir bisher wissen, sind wir eigentlich nur ein einfacher, ja, Schmiedesohn, ein Bauer, einer, der halt ansonsten nicht so viel macht, ne? Herr Carbon, reiten will... Nein, was macht ihr denn da? Ja, die Brücke, der Feind eines jeden Ritters. Kommst du? Ich kann den nicht zurücklassen. Ich habe immer Sorge, dass eben irgendwas passiert. Ja! Ach, jetzt sind wir wieder hier am Lager. Das Lager kennen wir doch schon. Hier ist doch, hier haben wir doch zusammen mit Herrn Carbon gejagt. Ah ja, ich verstehe. Na gut, dann werden wir eben hier lagern. Wir werden uns dann wahrscheinlich gleich auf den Weg machen, um den Feind zu suchen. Wobei, wir sind ja hier oft hin und her geritten. Wir haben den Feind dabei nicht gefunden. Das irritiert mich ein bisschen. Der müsste ja dann schon hier gewesen sein. Aber gut, das ist natürlich questtechnisch absolut nachvollziehbar. Dann werden wir mal mit Herrn Bernhard reden. Was er uns zu sagen hat. Und er sucht sich immer so einen Zaun, wo er sich gegenlehnen kann. Weißt du, der Zaun steht auch ohne, dass du den festhältst. Gott schenke dir Gesundheit. Wie kann ich helfen? Hauptmann, warum greift Wolflin sein Eigenfleisch und Blut an?
Man sagt, Blut ist dicker als Wasser, aber ist das so? Sieh doch unseren König und Sigismund an. Was ist der Grund für deinen Zwist mit Wolflin? Es gibt keinen bestimmten. Er ist ein Raubein, ein Verräter und ein Bandit. Kein Wunder. Die ganze Kamberg-Sippe ist verflucht. Wie seid ihr verwandt? Milota, Wolflin und ich haben denselben Urgroßvater. Urban, Baron von Olesna. Was meinst du mit verflucht? Wie gesagt, Wolflins Großvater heiratete Gräfin Barbora von Haugwitz. Sie wollte kein Kind von ihm und ging daher zu einer Engelmacherin. Aber anstatt das Ungeborene loszuwerden, bekam sie gleich 5. Was, etwa gleichzeitig? Alle in einer Nacht. Aber nur eines erlebte den Morgen. Wilhelm, der Jüngste. Sein Gesicht war entstellt. Man sagte, dass die Hexe die Gräfin täuschte und der Teufel selbst ihr seinen Samen einpflanzte. Ich bin total schockiert gerade. Und du glaubst die Geschichte? Hängt vom Standpunkt ab. Wilhelm war kein schlechter Mensch, solange er klar denken konnte. Aber er war furchtbar entstellt. Der Gedanke daran lässt mich noch heute erschaudern. Und Wolflin? Man sagt, er starb in Schlesien und tauchte dann plötzlich wieder auf. Manche behaupten gar, man kann ihn überhaupt nicht töten. Erstmal bekreuzigen, das ist auch wichtig. So, was denn nun? Was machen wir denn jetzt? Was tun wir jetzt? Zunächst müssen wir herausfinden, wo sich diese Hurensöhne verstecken. Berichten zufolge haben sie hier einige Höfe überfallen. Jemand sollte dorthin reiten und herausfinden, was passiert ist. Übernimm du das, Heinrich. Meine Männer machen ihnen sicher nur Angst. Und du glaubst nicht, dass ich ihnen nicht auch Angst machen sollte? Jawohl, Hauptmann. Wo liegen denn die Höfe? Einer liegt den Hügel hinauf bei Neuhof, gleich am Wald. Ein weiterer hier hinterm Wald an der Kreuzung, nördlich unseres Lagers. Tja, dann werden wir uns die Höfe doch mal ansehen. Ich habe nur gerade das Gefühl, wenn wir uns die Höfe ansehen, dann bleibt von den Leuten von dem Wolflin halt nicht mehr so viel übrig, ne? Warte mal kurz. Muss mal ganz kurz mit Herrn Karpon sprechen. Hör mal, du hast hier nicht mal Schuhe angezogen, mein Freund. Was ist denn los mit Heinrich, dir? Heinrich, schön, dass du da bist. Was läuft in deinem Leben falsch? Erzähl's mir doch einfach mal. Ich will dir doch nur helfen. Da hat er sich nicht mal angezogen und reitet einfach so mit. Sitzt er hier in seiner Unterwäsche rum. Ich glaube, ich weiß sogar, welchen Hof der meint. Das war der eine Hof, wo wir schon mal eingebrochen sind, unfreiwillig. Und den wir das erste Mal auch gesehen haben, als wir hier mit Herrn Karpon jagen waren. Da sind wir ja ein bisschen da oben nach Norden gegangen. Und haben da halt einen Hof gefunden, der zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sogar leer stand. Da hinten ist er auch schon. Das müsste eigentlich sein, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Einen anderen Hof würde ich mir jetzt hier, könnte ich mir... Oder ist er das? Ja, das sieht schwer danach aus, dass er das ist. Jawohl. Ich sag's mal so, einer rabiaten Lösung gegenüber bin ich jetzt nicht unaufgeschlossen. Das war, glaube ich, die diplomatischste Formulierung für ich möchte sie alle kalt machen, die ich finden konnte. Huch, was ist denn da? Dorfbewohner? Du, geh weg. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Ach ja, stimmt ja. Die Leute in Uschitze können mich nicht leiden. Komm, du kriegst von mir 70 Münzen. Hauptmann Bernhard schickt mich. Es geht um den Überfall. Was? Ich weiß nicht, wovon du sprichst, Freund. Dein Hof wurde überfallen, oder nicht? Nein, ich hörte, es gab Überfälle in der Gegend, aber nicht hier. Etwas stimmt hier nicht. Der Hauptmann schickte mich genau hierher. Der Hauptmann muss einen Fehler gemacht haben. So wird's wohl sein. Irgendwie glaube ich das nicht. Sag du mir doch mal, was hier los ist. Hauptmann Bernhard schickt mich. Es geht um den Überfall. Tja, also sie kamen, bedienten sich und ritten wieder davon. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Wir versuchen, ja, sie einen aufzuspüren. Jedes Detail, an das du dich erinnerst, könnte helfen. Was willst du wissen? Na guck mal, die Frau ist doch schon viel kooperativer als er. Wie viele waren es? 2 oder 3. Ich bin noch ganz durcheinander. Wo sind sie hin? Ich weiß nicht genau. Mein Mann sagte, ich soll drinnen bleiben. Ich habe sie nur durchs Fenster gesehen. Dein Mann war also draußen? Ja, er wollte mit ihnen sprechen. Was haben Sie gestohlen? Nicht viel. Wir haben fast nichts und das habe ich Ihnen auch gesagt, als Sie hier aufgekreuzt sind. Du willst mir also weismachen, Sie kamen her? Du hast Ihnen gesagt, hier gibt's nichts zu holen und Sie ritten einfach so wieder davon? Mehr oder minder.
Aber gerade eben sagtest du noch, du warst die ganze Zeit drin. Ah, ja, irgendwie schon. Warst du nun drin oder draußen? Hast du sie gesprochen oder nicht? Nun, wie gesagt, ich bin durcheinander. Weiß nicht mehr viel. Irgendwas läuft doch hier komplett schief. Du sagst mir nicht alles, da können wir ihr nicht das Wasser reichen, aber mit das ergibt keinen Sinn, da können wir ihr das Wasser reichen. Hör gut zu. Ich bin hier auf Befehl von Hauptmann Bernhard. Und der Räuberbaron, der hier war, hat seinen Vetter zum Krüppel gemacht und zwei seiner Männer getötet. Und was hat das mit mir zu tun? Du sollst es einfach nur wissen. Der Hauptmann will Gerechtigkeit. Und es wäre unklug, ihn zu behindern. Gott, womit habe ich das nur verdient? Was ist wirklich hier vorgefallen? Versprich mir erst, dass du sie erledigst. Genau deshalb bin ich hier. Sie kamen vor ein paar Tagen, haben ein Schwein und einen Sack Äpfel mitgenommen. Einer von ihnen hatte ein verletztes Bein, also bot ich an, es zu versorgen. Das war sehr christlich von dir, wenn man bedenkt, warum sie hier waren. Ich wollte nur verhindern, dass sie uns töten. Weiter? Was ist dann passiert? Sie ritten davon und ich betete, dass sie wegbleiben würden. Aber sie kamen am selben Abend wieder. Einer von ihnen war verletzt und sie wollten, dass ich ihn mir ansehe. Sie bezahlten mich und führten mich zu ihrem Lager. Und am Morgen war ich wieder hier. Na, irgendwas ist doch da ganz komisch. Also vor allen Dingen, warum wollte sie denn jetzt nichts darüber sagen? Die müssen ja noch in der Gegend sein, aber trotzdem ist es doch für sie sicherer, wenn sie sagt, was los ist. Ich verstehe. Sie haben dich bedroht. Nicht wirklich, das mussten sie gar nicht. Aber wenn sie euch entkommen, werden sie zurückkehren und mir was antun. Keine Sorge, wir kümmern uns um sie. Aber ohne Blutvergießen. Du weißt, wo sie lagern? Ich möchte, dass du mich hinführst. Ich gehe nicht zu ihrem Lager. Aber ich weiß, von wo aus du es gut sehen kannst. Das reicht mir aus. Moment mal. Das war nicht der Deal, den wir hatten, dass ich jetzt sofort auf der Karte bin zur Schnellreise. Auch noch in einem Gebiet, wo ich vorher noch gar nicht war. Danke. Keine Sorge. Wir kümmern uns um sie. Ich bete dafür. Oh ja, und wie ich mich um sie kümmern werde. Blut, Blut. Nein, Heinrich, Diplomatie. Heinrich, Diplomatie. Gut, aber ich würde sagen, wir kümmern uns in der nächsten Folge um das Räuberlager da unten. Ich weiß noch nicht so genau, wie wir vorgehen wollen, denn es hieß ja, wir sollen kein Blut vergießen. Aber jetzt haben wir ja quasi keine andere Wahl, außer Blut zu vergießen. Gucken wir mal, was sich uns für Gelegenheiten ergeben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir mit dem Schwert Diplomatie machen. Und bis dahin verabschiede ich mich mit einem völlig friedfertigen und christlichen Tschüss.